In der Marienstraße in Bad Segeberg hört man schon von weitem aufgeregtes Hundegebell. Denn hier befindet sich das Trainingsgelände der Segeberger Power Dogs. Auf eine familiäre und gemütliche Atmosphäre wird hier beim Agility-Training besonders Wert gelegt. Aber was ist eigentlich Agility? Janina Schneiderath von den Segeberger Power Dogs erklärt uns, worum es beim Agility geht. Agility ist eine Teamsportart mit dem Hund. Es geht darum, dass verschiedene Hindernisse abgearbeitet werden müssen. In einem Agility-Parcours sind so um die 20 bis 22 Geräte. Und das Interessante am Agility ist, dass es immer anders ist. Der Richter denkt sich den Parcours aus und die Sportler selber wissen vorher nicht, was für ein Parcours drankommt. Wir haben jetzt hier neben den Tunnel liegen, dann haben wir hinter mir das Laufdiel stehen und das ist ein sogenanntes Kontaktzonengerät. Davon gibt es drei Stück, einmal das Laufdiel oder die Brücke. Daran ist besonders, dass am Anfang und am Ende jeweils eine Fläche gekennzeichnet ist. Mit mindestens einer Pfote muss er da drin sein. Dann gibt es noch die A-Wand. Sieht aus wie ein A, muss der Hund rüber. Ist ungefähr 1,70 hoch. Und dann gibt es noch die Wippe, wo eben auch beide Kontaktzonen berührt werden müssen. Dann haben wir noch den Slalom. Da ist es ganz wichtig, der besteht aus 12 Stangen. Und der Hund muss immer mit der linken Schulter zuerst einfädeln ins erste Loch. Das ist ganz wichtig, wenn der Hund von rechts einfädelt, meinetwegen, oder ins zweite Loch, dann wäre das eine Verweigerung. Und natürlich darf er auch keine Stange auslassen dann nachher, sonst muss man wieder von vorne anfangen. Die kleinen Hunde springen zwischen 30 und 35 cm, die mittleren zwischen 40 und 45 und die großen dann zwischen 60 und 65. Um jedem Hund gerecht zu werden, wird beim Agility auch die Leistungsfähigkeit berücksichtigt. Im Agility ist es aufgeteilt in drei Leistungsklassen. Einmal die A1, da ist man drin, wenn man das erste Mal auf einem Turnier startet. Und dann kann man sich durch gute Leistung in den Prüfungsläufen hocharbeiten bis in die A3. Und die jeweiligen Leistungsklassen sind dann nochmal unterteilt in kleine, mittlere und größere Hunde. Und möglich macht dies unter anderem seit 4 Jahren Michael Gedeke, zweiter Vorsitzender der Segeberger Power Dogs. Also unser Verein selber besteht aus ca. 25 Mitgliedern, sind eigentlich darauf aus, dass es mehr ein großer Familienunternehmen bleibt. Und die Leute müssen eigentlich relativ teamfähig sein und in die ganze Gesellschaft, in die Gruppe reinpassen. Also die Ausbilder, die hier auf dem Platz sind und der ganze geschäftliche Vorstand, es ist alles ehrenamtlich. Wir kriegen also kein Geld dafür. Wir investieren höchstens noch Geld hier in Form von, dass wir hierher kommen, Spritkosten und teilweise fahren die Leute bis zu 60 Kilometer, um hier auszubilden. Wir machen so Veranstaltungen wie Tag des Hundes, wo wir durch Getränkeverkauf, Kuchenverkauf, gespendete Sachen eben Geld in die Kasse bekommen und auch durch Agility-Turniere, wo wir auch eben durch die Restauration und durch die Startgebühren Gelder in unsere Kasse kriegen, um neue Geräte zu kaufen, den Platz zu pflegen. Ich bin Anja, bin 24 Jahre, komme aus Lübeck und trainiere hier zweimal die Woche mit meinen Hunden. Also wir machen hier Agility, machen Basisarbeit, ein bisschen longieren, wenn Bedarf da ist. Und ab und zu ist die Rettungshundestaffel auch hier. Eigentlich durch unseren ersten Hund sind wir dazu gekommen. Der brauchte viel Arbeit und da haben wir dann angefangen, uns was zu suchen und sind dann beim Agility hängen geblieben. An sich ist es für jeden Hund geeignet, ist auch eine schöne Beschäftigungsart für den Hund. Der freut sich, dass er ein bisschen Kopfarbeit hat. Und eigentlich ist das für jeden geeignet, der da Lust dran hat, um sich mit seinem Hund zu beschäftigen. Das fördert eben auch ein bisschen die Bindung zueinander. Und jeder, der da Lust drauf hat, kann auf jeden Fall mitmachen. Wer Interesse hat, kann gerne auf eine Schnupperstunde in der Marienstraße vorbeikommen. Das Training findet immer montags bis mittwochs statt. Weitere Infos findet ihr unter www.segeberger-power-dogs.de.